Na, erstmal hier. Oh. So, drei Gläser reichen aber. Würde ich weiter trinken, würde ich müde und betrunken genug werden, um zu sagen, fick auf meine Termine, ich leg mich ins Bett und penne, weil ich jetzt müde bin und wenn ich wach bin, dann gehe ich halt weiter zocken. Da ich das vermeiden möchte und ein bisschen noch was schaffen möchte, ist hier der Cut, was den Alkoholismus für heute angeht. So, haben wir es gleich. Na los, einen noch, dann klopp ich dir das Eisen rein, voll in die Fresse. Los, härter, 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 härter. Ja. So, wir sind schon Level 7. Ich hoffe mal, wir sterben nie. So, allerdings brauchen wir mehr Zunder. Zunderschwamm. Kennt einer von euch das schwarze Auge? Das ist gut so. Das ist das Lustige, dass ich genau am Schlafzimmer die Decke offen habe. Das macht mich auch überhaupt nicht nervös. Wo ich pennen will, weißt du? So. Das ist mir da oben nämlich alles zu offen. Keith Sutherland kann uns hier mal helfen. Und zwar. So. Und so. Zack, 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 zack. Zack, zack. So, das ist hier nicht so mega hell. Hier könnte ein Bild hin mal irgendwann. Wieder alles oder ein Fenster. Ich wäre für ein Bild. Fenster sind überbewertet. Aber ich finde hier. Und da könnten wir. Zack. Und zack. Versteht ihr? So ein bisschen Licht ins Dunkel bringen hier. Naja, Licht ist das jetzt auch nicht. Oh, wobei geht. Wenn die Sonne daherkommt, dann geht's echt. Da kriegen wir ja, da habe ich jetzt ja gerade den Durchbruch gehabt. Versteht ihr? Den Durchbruch. Hier müssten wir mal was machen. Haben wir noch Holz? Irgendeiner Art. Natürlich gerade nicht da. Aber sicher noch, ja, Unmengen. Nee, da muss ich erstmal Holz kaufen, wollte ich gerade sagen, holen. So, dann machen wir hier noch ein Fenster rein. Zack. Naja, dann packen wir das erstmal hier rein. Bruchstein, Ziegel brauche ich, glaube ich, auch erstmal gar nicht. Keith Sutherland müssen wir mal gucken, was wir mit dem machen. So. Das Dach müssen wir langsam aber arbeiten, stimmt schon. Der stört mich da oben. Ich hätte gerne einen Bogen.
guckst du mich da so an? Das ist so ein typischer Creeper. Weg von Haus, weg von die Haus, weg von der Hut. Monsterjäger. Weil wir einen Creeper erledigt haben. Wow, ich glaube, das ist irgendwie auf leicht eingestellt, weil den fand ich schon. Erstmal war er ziemlich dämlich und die allgemein ging er mit 3, 4 Schlägen down. Das bin ich so gar nicht gewohnt. Ja, da würde ich mal sagen, wir müssen uns mal auch irgendwie stärken. Wir sind ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Aber wir haben ja auch das Schwert benutzt. Das heißt 5 Angriffsschaden. Ich habe 4-mal draufgeschlagen. Ein Creeper hat 20 Leben. Das kommt schon hin. Ich habe einfach ein Schwert benutzt. Das war das Gute. Das stimmt also. Das war nichts Merkwürdiges eigentlich. So, jetzt müssen wir demnächst wieder mehr Holz nehmen. Weil das Dach, ich weiß noch nicht, wie ich das genau mache. Ich wäre dafür, das irgendwie so aus Stufen zu machen, verstehst du? So aus Ecke hier, aus Holzstufen. Ich kann mir nämlich vorstellen, ich kann mir tatsächlich etwas vorstellen, dass das ganz hübsch aussehen wird. Das war ein bisschen hochgebaut. Ja, genau, mal wieder nur ein und dann kann ich jetzt wieder hier runter trubbeln. Kling, 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 kling. Ich vermisse die Musik. Boah, ich habe seit langem nichts mehr von Studio Ghibli geguckt. Das muss ich auch unbedingt wieder nachholen. Steht da. Also langsam werde ich auch, was unsere Leben angeht, ein bisschen nervöser. Gerade auch mit dem Creeper war er fast schon todesmütig. Weil hätte der uns mal richtig abgefuckt, dann wären wir auch richtig abgefuckt. Hunger auf Maximum, boah, das ist echt ein Wald. Und wir sind noch gar nicht auf Erkundungsmissionen gegangen, aber wir müssen erstmal ja auch unser Haus so ein bisschen ausbauen. Das hat jetzt gerade so ein bisschen Form gekriegt. Zack, zack, zack. Ich glaube, ich mache Minecraft erstmal jeden zweiten Tag, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ich hier im Moment investieren kann. Auch in das ganze Beschnibbel und eben Gerendere von eben 2 gleichzeitigen Let's Plays. Das war früher mal kein Problem. Und mehr, aber mein Computer ist nicht mehr der beste. Ich habe nicht mehr die längste, ich habe nicht mehr hier so die übelste Zeit für alles. Seht ihr ja, heute habe ich jetzt auch bald noch Termine gleich, schon ab gleich bis abends. Da muss man halt schon mal, ne, Abstriche machen. Und damit meine ich jetzt nicht Bakterien auf der Haut. Steht da? Ihr müsst jetzt lachen. War jetzt der richtige Moment, um zu lachen eben. So, zack. So, was wollten wir uns eigentlich machen? Ein Dach wollen wir uns machen. Dazu brauchen wir extrem viele Stufen. Ist halt so. So, 64. Das wird aber auch vorn und hinten nicht reichen. Dann lass uns mal so und so und so und so und so und so. Zack. Ja, es ist schon mal besser als nix. Garantiert.
Irgendwann pflanze ich hier auch wieder Bäume an. Ja. Und macht euch mal nicht ins Greenpeacige Hemd. Das war sehr intelligent. Nochmal so eine Aktion und ich bin tot. Nur mal so als am Rande, ne? Und dann ist unser Level wieder weg. Ich würde gerne gerade fliegen, aber ich sträube mich noch dagegen zu mogeln. Aber wenn ich sowas hier sehe, da will ich mogeln. Genau, und dann bleibt die Treppe auch noch da oben liegen. Weißt du, dann kann ich mir hier wieder ein Gerüst bauen. Kack. Und wenn ich kann da jetzt nicht hochhüpfen, wenn ich da runter springe, bin ich tot. Runterfallen, tot. Dann muss ich die einfach rausschieben hier. So, dann müssen wir das halt auf die langsame Art und Weise machen. Oder ihr sagt zu mir, bitte mogel, wenn du demnächst etwas baust. Gib einen Cheat ein, dass du im Creative Mode bist und baue sowas nur noch im Creative. Dann sage ich natürlich, wenn es mir befohlen wurde, dann werde ich dem natürlich nachkommen, weil ich ja eine ziemlich rezessive Erscheinung bin. So, jetzt wollte ich gerade anfangen, unser Dächlein zu machen. Beziehungsweise ich wollte gerade wirklich nur anfangen mit dem Anfang. Und aber da wird es schon wieder dunkel. Ja, was können wir noch machen? Das Holz habe ich behalten im Inventar. Ein bisschen was haben wir noch? Ja. Nee. Zack. Ja doch. So, wozu brauche ich Türen? Ganz einfach. Weil es besser aussieht. Wir können sie ja offen lassen. Aber es sieht einfach besser aus, finde ich. Wenn hier halt Türen drin sind, weil sonst ist das ja wie Säcke vor den Türen, ne? Gucken wir mal ins Inventar. Boah, ich bin richtig müde. Und mir tut der Kopf gerade weh. Also heute vertrage ich das nicht. Nein, keine Druck. Nein, keine verfickten Druckplatten, du Verf. Oh, ich muss gleich erstmal Energy Drink nehmen. Sonst komme ich nicht heile nach Essen und dann noch mit dem Fahrrad. So. Fichtenholzstufe. Das ist, was ich brauche. Oh, das ist, was ich brauche. Oh, gib's mir ja, das ist, was ich brauche. Nein. Wir sind doch hier politisch korrekt. Naja, fast schon ein bisschen. Ich finde, die Musik ist immer hier so beruhigend. Das könnte ich auch abends beim Einschlafen hören. Oder halt in meinem Falle mittags beim Einschlafen. Seht ihr jetzt, was ich gemeint hatte, was ich hier plane? Ich hätte gar nicht so viele Fichtenholzstufen machen sollen. Jetzt habe ich hier. Nee, reicht lange nicht. Holz habe ich nicht mehr. Etwas zurück umwandeln geht ja nicht. Ich finde, ich brauche hier noch eine Fackel. Mir ist danach. Boah, jetzt bin ich aber auch echt matsch. Meine Reaktionszeit ist total. Ach komm, also dass ich nichts vertrage, ist so peinlich. Das ist echt peinlich, dass ich nichts vertrage. Mir schlaft schon. Mir schlaft schon. Mir schläft schon die Hand ein. Fick dich.
gesagt hat, müsst ihr entscheiden, ob wir hier mogeln wollen oder ob wir hier weiterhin normal durchgehen wollen. Abwaschen muss ich auch noch. Bisschen putzen will ich noch. Naja. Das mache ich alles in Endscreens. Also, dass ich das erzähle, wie weit ich da komme, was eigentlich unnötig ist, weil... Toastbrot. Ach, du bist das nur wieder. Wenn der sich sprengt, sind wir weg. Aber wir können ihn nicht ignorieren. Denn in dem Falle wird er uns früher oder später... Oh, meine Augen fokussieren so langsam. Komm, komm. Wie sieht's hier hinten aus? Ah. Wenn ich einen Creeper sehe, dann muss ich den sofort töten, weil ich weiß, wie gefährlich die sind. Das seht ihr ja, dass die sich sofort in die Luft sprengen. So, und jetzt erwartet das mal nicht. Und meinst du, wie ich dann abgehe? Aber nicht vor Freude. Dann habt ihr hier aber den Agrofuchs. Also, das geht gar nicht. Ansage Nummer 4 und so. Ja, genau. Sau, du. Dass das klingt wie das Zischen von den Creepern, ist auch sehr beruhigend. Vor allen Dingen, ich kann auch nicht mehr ganz klar gucken. Ah. Das ist echt peinlich. Ich vertrage nichts. Ich werde am besten gleich ins Bett gehen, wenn ich wieder daheim bin. Das finde ich relativ realistisch hier. Es ist so ein bisschen Kies aufgeschüttet. Na, Kies Sutherland. So, jetzt ist aber auch genug hier mit Kies. Sonst kriege ich hier gleich echt noch schlechte Witzekrätze. Die schlechte Witzekrätze. Zack. Zack. Na los, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh, ich habe schon gedacht, wir wären jetzt tot. Ich wollte schon gerade motzen. Ich habe schon Luft geholt fürs Motzen. Aber ich bin ja auch doof. Statt mir hier irgendwas zu futtern zu besorgen, baue ich hier stupide weiter. Wir haben schon ein unheimliches Level 7 von, keine Ahnung, 30 oder so. Also nichts Dolles, aber trotzdem. Also ich würde mich abfacken. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich versuchen würde, Sex mit mir zu haben. No. Oh Mann, ey. Ja, genau. Oh. Ich echt. Es geht also auch eine Stufe hoch, habe ich gerade gesehen. So eine Stufe ist natürlich wesentlich stabiler als irgendwelche. Oh. Himmel, fick die Wand an. Hier runterfallen.
Tot. Bitte, was ist das? Sehr geduldig. Ich bin übrigens sehr geduldig, nur um das mal anzumerken. Ich finde die Idee hier ganz cool. Ja, und weil ich muss so aufpassen, einmal abstürzen und dann tot. Steht er? Da kriege ich hier schon wieder Druck. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich aufs Klo muss, um mich mal zu entleeren. Weißt du, ich entleere mich, weil ich bin ein Lehrer und ich lehre meine. Oh nein. Ja, ich weiß, das tut heute so weh. Die Witze werden auch nicht besser, wenn ich betrunken bin. Boah, wie gern würde ich mich jetzt einmal kurz hinlegen, so Augenpflege machen, verstehst du? Aber ich kenne mich. Augenpflege. Wenn ich mich eine halbe Stunde hinlegen will, tue ich das 8 Stunden. Weil ich dann auf meine Termine kacke. Was für Termine? Ich müde bin ich müde und fertig. Termine für den Arsch. Das sagt mein Körper mir dann. Ich bin einfach nicht dafür geschaffen, in einer ja, terminiösen Gesellschaft zu existieren. Die muss sich schon nach mir richten, wenn sie, ne? Also das ist halt so. Da führt kein Weg drumherum. So, jetzt die Frage, was machen, ne? Muss ich ja theoretisch den hier tun. Voll konkret muss ich das. Ah, aber nur einmal. Weil. Hehe, hehe, hehe. Nee. Dann kann da drin ja was spawnen. Nee, das Risiko will ich vermeiden, aber will ich so viel Kobbel. Na gut. Was heißt spawnen? Ich kann es beleuchten von innen. Steht da? Und hier? Ich kann es beleuchten. Zack. Und zack. So, jetzt ist es ausgeleuchtet. Das heißt, ich hätte keine Probleme. So, und die kann ich wegnehmen? Nein. Mann, du Sau. So. Stehst du, jetzt habe ich die wieder. Und ich kann. Zack. Zack. Wo ist die Sonne? Die ist schon wieder bald weg. Zack. 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 Hier fehlte uns etwas. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Meine Güte. Hulk böse. Hulk zerstören. Sag mal, was ist denn das hier heute mit mir? Meine Fresse nochmal. Ich werde hier gleich zum Aggro. Satan, die Fickratten. Das ist höchste Konzentration, was ich hier gerade machen muss, damit ich nicht runterfalle und hier nicht zu viel Kacke baue. Das reicht sowieso vorne und hinten nicht. So, erstmal den zurückholen. Den zurückholen und am besten auch noch hier oben, da, da. Ach, da kann man gar keine Fackeln anbringen. Das ist ja toll. Das ist ja Knorke. Da freuen wir uns ja. Oh. Die Frage ist, wie kommen wir hier wieder runter? So halt. Vielleicht reicht das auch schon. Wir müssen ja nicht so spitz haben, weißt du?
Aber ich muss ja erstmal, ich wollte gerade sagen, ins Bett, aber das muss ich hier tatsächlich. Ja, was ist es denn draußen? Tag oder was? Was haben wir? Ostern? Ich muss mich echt erstmal irgendwie also vollpumpen mit Koffeintabletten. Also am besten nehme ich gleich die doppelte Tagesdosis, die erlaubt ist. Also das geht gar nicht. Es hat mir Spaß gemacht. Ich danke euch für das Antesten, Angucken meines Antestens von Minecraft. Und ich sage euch mal Tschüsschen, ne? Also macht's gut. Boah, ich habe hier noch so viele Spiele im Regal, die ich spielen könnte. Bis dann. Ja, so ist das alles, ne? Das Häuschen nimmt ja langsam richtig Gestalt an hier. Ist euch schon mal aufgefallen, dass dem Hauptcharakter hier dauernd das Hemd aus der Hose hängt? Natürlich, ich habe ja einen eigenen Skin drauf. Das kann man sich im Internet einstellen auf der Seite von Minecraft. Einen eigenen Skin. Und wie gesagt, die Auflösung ist bei mir auch höher. Ich glaube, die von den Skins ist immer gleich hoch, ne? Die kannst du nicht ändern, aber halt die von der Welt, das sieht man natürlich den Unterschied schon enorm. Ich habe halt eher so ein bisschen, bin ja weg von diesem Minecraft-Stil, den habe ich ja schon auf dem Handy bei Pocket Minecraft, ne? Aber ich bin ja hin zu so einem kleinen, ja, Fantasy-Rollenspiel-Flair, ne? Mit meinem Texture-Pack. Und da könnt ihr aber auch motzen, wie viel ihr wollt. Also ich mag das Texture-Pack. Ich bin heute ganz wuselig und da laschen wir auch erstmal bei, ne? Aber es gibt noch genug zu entdecken. Wie man hier auch immer wieder sieht. Ne? Im Outro. Naja, so ist das. Boah, ich bin weiterhin müde, habe erstmal Energy Drink gekippt eben. Ich glaube, ich hole mir noch einen. Gut. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wohl morgen wieder. Und mir fällt auf, dass ich immer das Gleiche sage. Naja, trotzdem ist ja auch so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Tiddelö.